450 Millionen Jahre lang Menschen leer, vor 150 Jahren Erstbesteigung, heute Top-Destination des alpinen Massentourismus. Das Matterhorn. Seien Sie herzlich willkommen, geheißen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer bei TTT. Es war nicht einfach eine Erstbesteigung, die da am 14. Juli 1865 stattgefunden hat. Es war ein Wettlauf zwischen zwei Kletterteams, ja sogar zwischen zwei Nationen. Triumph und Tragödie aufs Engste verknüpft mit Siegern, Verlierern und mit vier Toten. Das britische Königshaus jedenfalls erwog damals ernsthaft, den selbstmörderischen und sinnlosen Sport Bergsteigen kurzerhand zu verbieten und löste damit ein wahres Bergsteigerfieber aus. Zum Jubiläum putzte sich jetzt Zermatt am Fuße des Matterhorns auf. Sogar ein Mahnmal für den unbekannten Bergsteiger wird errichtet. Die Tourismuswerbung läuft auf Hochtouren und Reinhold Messner hat einen Roman verfasst. Das Drama am Berge der Berge erzählt vom Bergsteiger der Bergsteiger. Dieser Berg ist ein Afrikaner, ein geologischer Migrant, der sich mit der afrikanischen Kontinentalplatte nach Europa schob, vor 45 Millionen Jahren. 4478 Meter türmen sich die Felsen zu einem Steinhaufen, konfus und zugleich wohlproportioniert. Dichter sprechen vom Ideal eines Gipfels. Sehr faszinierend, ohne Frage. Das Matterhorn hat eine eindeutige Form. Die Italiener nennen es ja die Gran Becca, der große Schnabel. Es gibt keinen Berg in den Alpen, der derartig eigenwillig, starker Charakter kann man sagen, im Berg so geformt ist. 3.30 Uhr, mitten in der Nacht, brechen die Bergsteiger auf, die das Matterhorn erklimmen wollen. Über 3000 sind es jedes Jahr. Rush Hour an senkrechter Felswand. Mag der Weg zum Gipfel lebensgefährlich sein. Einmal ganz oben stehen und auf die Welt herabblicken. Naturerlebnis, Einsamkeit. Das Matterhorn ist längst eine Marke geworden. Paradeberg der Alpinclubs. Die Hörnli-Hütte, von der aus die meisten starten, ist extra verkleinert worden, um den Ansturm zu bremsen. Wer dabei sein will, weiß Kurt Lauber, Bergführer, sollte sich keinen Illusionen hingeben. Wenn man das Matterhorn hoch will, muss man damit rechnen, dass man da nicht alleine ist. Dass, so wie ich das auch schon oft gesagt habe, als deutscher Tourist, der nach Mallorca in die Ferien geht, darf auch nicht erwarten, dass er dann alleine ist. Da sind noch andere. Zermatt, das einstige Walliser Bergbauerndorf. Heute ein Disneyland des Alpinismus mit 2 Millionen Übernachtungen im Jahr. Nicht alle wollen das Matterhorn selbst besteigen, aber alle wollen in seiner Nähe sein. Die Magie des Berges hat auch nach zehntausenden Besteigungen nicht gelitten. Liegt es daran, dass es an keinem anderen Gipfel der Welt so viele Tote gibt? Über 550 bisher, die abgestürzt sind. Eines von den traurigen Geschichten, wo ich mal erlebt habe, war einmal, dass die Eltern haben, sind hier auf der Hütte gesessen und ihr Sohn, ich glaube, das war ein 16-jähriger Sohn, ist alleine aufs Matterhorn hochgestiegen. Die Eltern haben hier gewartet und der Sohn ist nachher abgestürzt. Und da musste ich den Eltern das übermitteln, dass eben ihr Sohn abgestürzt ist. Und die Frage war eigentlich nur, ist es beim Aufstieg passiert oder beim Abstieg? Und dann habe ich ihnen gesagt, das ist beim Abstieg passiert. Und da hat der Vater gemeint, ja, dann war er wenigstens auf dem Gipfel. Und das war's. Ich entschied mich fürs Klettern, steht auf dem Grabstein dieses jungen Amerikaners. Auf dem Bergsteigerfriedhof in Zermatt liegen die Gebeine der Verunglückten. Auch die jener legendären Seilschaft, die am 14. Juli 1865 den Gipfel erreichte, vor 150 Jahren. Ein Mythos, der nicht nur touristisch, sondern immer auch politisch ausgeschlachtet wurde. Der Kampf ums Matterhorn ist ein Zweikampf zwischen dem Italiener Jean-Antoine Carrel, der von der italienischen Seite, und dem jungen englischen Draufgänger Edward Wimper, der von der Schweiz aus aufsteigt. Imposant verfilmt 1938 von Louis Trenker, Der Berg ruft. Der Engländer triumphiert über den Italiener. Ein Umstand, den seinerzeit Josef Goebbels Reichsfilmkammer bei Louis Trenkers Film monierte. Schnell! Hallo, schnell!
damit entsteht so eine Art nationalistisches Bemühen um die Berge. Vorher hat es das nicht gegeben. Was dann in der heroischen Phase des Alpinismus 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts in Deutschland und in Italien mit den beiden Faschismen den Höhepunkt erreicht. Heute noch zum Teil da ist, es geht immer noch um die Deutschen haben das bestiegen und die Amerikaner jenes. Das hat ursprünglich nicht zum Bergsteigen gehört und es ist mir nicht gelungen, in meiner Zeit diesen nationalistischen Wahn aus den Bergen zu vertreiben. Die Erstbesteigung war ein internationales Großereignis. Reinhold Messners Tatsachenroman Absturz des Himmels, der alle Dokumente der Zeit verarbeitet, schildert minutiös, was passierte. Kurz nach dem Triumph kam es zur Katastrophe. Ein Kletterer stürzt und reißt die anderen in die Tiefe. Wimper und zwei Bergführer haben Glück, weil das Seil reißt. Dessen Überreste wie eine Reliquie in Zermatt aufgebahrt sind. Also in diesen 150 Jahren ist nie aufgearbeitet worden, was damals wirklich passiert ist. Und es gibt durch diesen Unfall natürlich einen riesigen Hype. Das Matterhorn und der Tourismus in Zermatt ist aufgebaut auf einer Tragödie und nicht auf einem Bergsteigererfolg. Heute ist die Tragödie überzogen von der Patina der Nostalgie. Und Zermatt feiert das 150-jährige Jubiläum wie ein Geburtstagsfest. Der Berg wäre nicht der am meisten fotografierte der Welt. Und Wimper und seine Seilschaft wären kaum Schaufenster-Deko des Juweliers. Wenn Triumph und Tragödie nicht gewesen wären. Das Matterhorn selbst ist weder heroisch, noch ist es tödlich. Die Menschen sind es, die den Berg dazu machen und die ihn jedes Jahr millionenfach mit eigenen Augen sehen, als gäbe es da irgendetwas zu entdecken. Die meisten Bilder sind gemacht. Die Berge können aus dem All fotografiert werden, vom Satelliten aus. Man kann die Bergsteiger vom Satelliten aus verfolgen, wenn man heute will. Aber die alten Geschichten tragen immer noch. Eine Geschichte, die 150 Jahre her ist, am Matterhorn unaufgeklärt geblieben ist, ist so stark, dass sie heute noch wert ist, erzählt zu werden. Das ist der Hintergrund, warum ich dieses Buch gemacht habe. Eine starke Geschichte, eine lukrative vor allem. Und mit dem Abstand von 150 Jahren wird auch klar, wovon sie in Wahrheit handelt. Dass der Gipfel nicht der Sieg ist, sondern nur der letzte Schritt vorm Abgrund. Dass an unseren Geiz ist geil Klamotten Blut klebt, das wurde der Weltöffentlichkeit spätestens bewusst, als eine Kleiderfabrik in Dhaka in Bangladesch eingestürzt ist, mit Hunderten von Toten und Verletzten. Groß war die Empörung damals über die sklavischen Arbeitsbedingungen der Näherinnen. Appelle an uns alle, an die Konsumenten, doch unser Shoppingverhalten zu überdenken, hatten Hochkonjunktur. Der Dokumentarfilm True Cost über den wahren Preis unserer Kleidung zeigt die Todesspirale immer mehr und immer billiger für immer größere Gewinne der Aktionäre. Die dreht sich ungebremst weiter, unaufhaltbar und sogar immer schneller, weil systemrelevant für die globale Wirtschaft. Dies ist eine Geschichte über Mode und ihren wahren Preis. Über eine Milliardenindustrie, die jeden Style als immer neue Offenbarung inszeniert, an der wir teilhaben dürfen, vorausgesetzt wir kaufen. Das ist unsere gewählte Haut. Doch diese Geschichte beginnt nicht auf den Laufstegen, sondern hier, in den Textilfabriken Bangladeschs, Indiens und Chinas. Die Modeindustrie muss einfach mal zur Besinnung kommen. Sie muss innehalten und schauen, wie sie ursprünglich einmal angelegt war. Trends direkt von der Straße in die Fabriken und in die Stores. Das Konzept nennt sich Fast Fashion, eine Strategie für maximale Gewinne und ein Euphemismus für radikale Menschenverachtung. Das wirklich Beeindruckende an unserer Kleidung ist doch, dass sie eines der wenigen Dinge ist, die uns alle miteinander verbinden. Ich meine, wir müssen alle morgens aufstehen, uns anziehen und etwas essen. Das sind die Dinge, die uns mit so vielen Menschen und so vielen Orten auf der ganzen Welt verbinden. Shima ist eine von etwa 4 Millionen Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Der Film begleitet die Mutter mit ihrer kleinen Tochter, die nur einmal im Jahr kurze Zeit bei ihr sein kann, weil Shima arbeiten muss. 6 Tage in der Woche. Für knapp $2 täglich.
Das reicht für gerade einmal 2 Liter Milch. Doch wie so vielen Menschen in Asien bleibt Chima keine Wahl. Viele Textilarbeiter sterben bei den Unfällen, die immer wieder passieren. Wie bei dem Einsturz von Rana Plaza, wo sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind. Das ist für uns immer noch sehr schmerzhaft. Der Einsturz von Rana Plaza 2013 ist das größte Unglück in der Geschichte der Textilindustrie. 1.134 Menschen starben unter den Trümmern. Fast 2.000 werden so schwer verletzt, dass ihnen Arme und Beine amputiert werden müssen. Der Gerichtsprozess läuft gerade. Die Katastrophe hatte sich angekündigt. Selbst Fabrikbesitzer hatten davor gewarnt. That's how it is. So ist das. Und so etwas wird wahrscheinlich wieder passieren. Sorry, aber es ist eben nicht einfach nur der Preisdruck. Das ist die pure Ignoranz gegenüber dem Leben anderer Menschen. Das kann nicht sein, das ist nicht richtig. Wir leben im 21. Jahrhundert. Das ist eine globale Welt und wir ignorieren einfach das Leben anderer Menschen. Wie kann das sein? The True Cost ist nicht nur ein Film über die Profitgier. Er zeigt die weltweiten Umweltschäden einer überhitzten Wirtschaft. Und es ist nicht nur die Natur, die stinkt, es ist das System. Viele Flüsse in Asien sind von den Gerbstoffen der Lederproduktion so kontaminiert, dass sich die Menschen verätzen, wenn sie damit in Berührung kommen. In Indien, dem größten Baumwollproduzenten, sind die Böden inzwischen so ausgelaugt und vergiftet, dass trotz immer mehr Chemikalien kaum noch etwas wächst. Und in manchen Dörfern gebären die Frauen fast nur noch Kinder mit schweren körperlichen und geistigen Behinderungen. Viele arme Bauern und Arbeiter haben sich so hoch verschuldet, dass sie die Behandlung für ihre Kinder nicht bezahlen können. Sie müssen letztlich den Tod ihrer Kinder akzeptieren. Diese Mutter wartet auf den Tod ihres Jungen. Was verdanken wir der Modeindustrie, der Fast Fashion? Unsere Städte sind inzwischen gesichtslose Shoppingmeilen. Und unser hysterisches Gebaren, das macht der Film deutlich, ist vielleicht Ursache für das Desaster, aber sicher ein Symptom. Wir sind alle Leidtragende, selbst wenn sich dieses Leid als Leidenschaft tarnt. It's a gray knit sweater and it has pink hearts all over it. I love tie-dye things. Like tie-dye things are literally the bomb down it. I need to stop. Unsere Rolle ist es, zu konsumieren und den ganzen Kram zu kaufen. So als würden wir am Ende einer sehr langen Warenausgabe sitzen, wo wir das ganze Zeug in Empfang nehmen und einfach in unsere Läden schleppen. So als ob wir nicht verantwortlich wären für die Art, wie diese Produkte hergestellt wurden. Die Markenkonzerne haben das in uns verankert. Und das ist kein Zufall. Denn wenn ich es schaffe, dass du dich nur mit dir selbst beschäftigst, mit der Art, wie du aussiehst und was du hast und was du noch alles brauchen könntest, dann kann ich dir eine ganze Menge verkaufen. Then I can sell a lot of things to you. Typisch amerikanisch fordert uns The True Cost natürlich wieder mal auf, unser Konsumverhalten zu hinterfragen. Nun ja, doch die gründliche Recherche der Filmemacher zeigt, wer wirklich die Verantwortung trägt. Es sind die Markenkonzerne und ihre Chefmanager, die Aktionäre und nicht zuletzt die Banken. Auch wenn dieser Film nicht ohne das Pathos des Change auskommt, so ist er dennoch sehenswert. Nicht zuletzt, weil er es schafft, uns für die Schicksale anderer Menschen zu interessieren, von denen wir nur gefühlt längst wissen. Shima, die Näherin, muss ihre Tochter nach einer Woche wieder zurück zu ihren Eltern bringen. Dass sie ihr Kind nur einmal im Jahr sehen kann, ist der Preis, den Shima zahlt. Für die vage Hoffnung ihrer Tochter möge es einmal besser gehen. Es ist für uns wirklich harte Arbeit, diese Kleidung herzustellen. Und ich glaube, die Menschen haben gar keine Ahnung davon, was sie da eigentlich anziehen. Sie kaufen die Sachen und machen sich keine Gedanken. Aber ich finde, an dieser Kleidung klebt unser Blut. Vonnöten wäre eigentlich eine echte Revolution im globalen Konzernsystem. Doch
keine Revolution ohne den Zorn des Volkes. Wie gut also für die Global Player, dass sie das Volk verführt oder abhängig gemacht haben. Die Verführten, die werden ja nicht zornig. Und die Abhängigen können sich den Zorn nicht leisten. Bei uns im sogenannten Westen ist ja zum Glück alles wohl organisiert und reglementiert. Keine Sorge, für alles ist vorgesorgt. Es kann nichts passieren. Und es passiert auch nichts. Da erwacht bei manchem die Sehnsucht nach wildem Abenteuer, nach Drama, Schicksal und Gefahr. Und was liefert all dies, ohne wirklich gefährlich zu sein? Gute Geschichten. Ein Meisterlieferant ist der Autor George R. R. Martin. Er schuf das Fantasy-Epos Das Lied von Eis und Feuer, das spätestens mit seiner Verfilmung zur Fernsehserie Game of Thrones zum weltweiten Kult geworden ist. Wir haben diesen knuddeligen älteren Herrn, der ausgezogen ist, seinen Lesern das Fürchten zu lehren, getroffen. Was Sie hier erleben, sind Reaktionen auf ein Massaker, das auf der ganzen Welt für Entsetzen sorgte. Es trägt den Namen Red Wedding, die rote Hochzeit, und ist eine Szene aus der Serie Game of Thrones. Die Helden, liebgewonnen über so viele Folgen, geraten in einen Hinterhalt und finden den Tod. Unerwartet und einfach so, mitten in der Geschichte. Keine glückliche Fügung. Das Schicksal hat entschieden. In Game of Thrones gibt es diesen Ausspruch, Valar Morghulis, jedermann muss sterben. Naja, und soweit ich weiß, stimmt das ja auch. Warum sollte das in meiner Geschichte anders sein? Niemand sollte sich in Sicherheit wiegen. Wenn man sich im echten Leben in Gefahr begibt, dann hat man Angst. Ich will, dass der Leser Angst hat. Vor jeder Seite, die er umblättert. Denn er folgt den Figuren an gefährliche Orte. Er soll denken, was zur Hölle passiert hier gerade. Seine Bühne ist das Mittelalter. Doch das Stück spielt in einer anderen Welt. Eine Welt voll Mythen, Drachen und Magie. George R. R. Martin ist der Schöpfer des Liedes von Eis und Feuer. Ein Fantasy-Epos. Die literarische Vorlage für Game of Thrones. Seine Bücher erzählen vom fernen Kontinent Westeros, den sieben Königslanden und ihrem erbitterten Kampf um die Krone. 2011 erweckt das amerikanische Fernsehen diese Welt zum Leben. Nie zuvor stapften Riesen und Monster in solcher Opulenz durch eine TV-Serie. Sie eröffnet schließlich auch dem Fernsehpublikum, was das Werk Martins von dem vieler Genre-Kollegen unterscheidet. Ich hatte euch gewarnt, mir nicht zu vertrauen. Das Lied von Eis und Feuer ist keine Gute-Nacht-Geschichte. Es ist eine Erzählung über Intrigen, Machtkämpfe und menschliche Abgründe. Ein Drama, in der es keine Grenze gibt zwischen Gut und Böse, zwischen Held und Schurke. William Faulkner hat in seiner Nobelpreisrede einen Satz geprägt. Das menschliche Herz im Konflikt mit sich selbst ist das Einzige, worüber es sich zu schreiben lohnt. Und genau das ist auch immer mein Credo gewesen. Das Genre spielt eigentlich keine Rolle, egal ob Fantasy, Horror oder Science Fiction. Es geht immer um das menschliche Herz im Konflikt mit sich selbst. Es geht um die Figuren der Geschichte. Macht ist eine eigenartige Sache, Milord. Seid ihr ein Freund von Rätseln? Wieso? Bekomme ich gleich eins zu hören? Drei große Männer sitzen in einem Raum. Ein König, ein Priester und ein reicher Mann. Zwischen ihnen steht ein gewöhnlicher Söldner. Jeder große Mann bittet den Söldner, die anderen beiden zu töten. Wer überlebt, wer stirbt? Das kommt auf den Söldner an. Tatsächlich. Er hat weder Krone noch Gold, noch etwa die Gunst der Götter. Er hat ein Schwert, die Macht über Leben und Tod. Aber wenn Männer mit Schwertern herrschen, warum machen wir uns dann vor, dass Könige die Macht haben? Die Macht wohnt dort, wo die Menschen glauben, dass sie wohnt. Alles nur Täuschung. Ein Schatten an der Wand. Spätestens seit der Serie wird das Lied von Eis und Feuer kultisch verehrt. Jede Wendung, jeder Schachzug akribisch analysiert. Und geht der eiserne Thron, das ultimative Symbol für die Herrschaft über die Königslande, auf Reisen, wie hier in Berlin, reicht die Schlange der potenziellen Herrscher nicht selten bis zum Ausgang. Es scheint, als würde man sich hineinsehnen in die Welt von Game of Thrones. Nur einmal selbst teilnehmen in Martins Spiel der Throne.
Ich glaube, es geht um Macht. Jeder strebt danach. Das ist zumindest, was ich beobachtet habe. Mein ganzes Leben lang habe ich Menschen um Macht ringen sehen, in jeder erdenklichen Situation. Selbst als Lehrer an der Uni. Damals hieß es, es gibt keinen härteren Kampf als um den vorsitzenden Posten unseres Englischinstituts. Eine Position, die nun wirklich nicht gerade große Macht verheißt. Und doch wurde bis zum Äußersten darum gekämpft. Irgendetwas in uns Menschen hat das Verlangen nach Macht und Autorität. Ist es unser Verlangen nach Macht, das der Saga ihren Hype beschert? Es fällt leicht, sich mit den Charakteren zu identifizieren. Sie sind vielschichtig und komplex. Ihr Handeln, so verwerflich es auch scheint, ist oft erschreckend nachvollziehbar. Oder ist es doch die Freude am Spiel der anderen? Der Blick des Voyeurs durchs Schlüsselloch. Wer wird erreichen, wofür er kämpft? Wie weit wird er dafür gehen? Wer besteht? Und wer verbrennt? Ich glaube, es hat weniger etwas mit Voyeurismus zu tun, als vielmehr mit der Sehnsucht des Menschen nach einem Erlebnis. Bücher oder eben auch Fernsehserien, die uns wirklich etwas erfahren lassen, können unser Leben erweitern. Plötzlich tun wir Dinge, die wir im echten Leben nie tun. Wir ziehen in den Krieg, wir haben Affären und wir klimmen Berge. Wir träumen von einem glorreichen, aufregenden Leben. Wir träumen von Triumphen und Tragödien. Und Bücher geben uns all das. Das Thema im Spiel der Throne ist nicht neu. Es ist die Irrfahrt des Odysseus. Am Ende ist der Held nie wirklich Spieler, sondern Spielzeug einer höheren Macht. Ohne Hoffnung auf ein Happy End geht es irgendwann nicht mehr um die Frage, ob der Held erreicht, wofür er kämpft. Es geht darum, wie lange es wohl dauert, bis er es wieder verliert. Seine Kunstwerke überleben diesen theoretisch ja unendlich kleinen Zeitraum, den wir als Gegenwart bezeichnen. Dann sind sie einfach wieder weg, verschwunden für immer. Es gibt keine Fotos, keine Videos, keine Dokumentation. Wer sie sehen will, muss dorthin fahren, wo sie stattfinden, als Augenzeuge, im selben Hier und Jetzt mit dem Kunstwerk. Diese Flüchtigkeit, diese Unwiederholbarkeit gehört zum künstlerischen Konzept von Tino Segal. Wie aber sollen wir Ihnen jetzt ein Kunstwerk nahebringen im Wiederholungsmedium par excellence, dem Fernsehen, das mit keiner Kamera festgehalten werden kann? Wir hatten da folgende Idee. Ein Museum ist für gewöhnlich ein Ort, an dem eine Sammlung bedeutsamer und lehrreicher Gegenstände aufbewahrt, geordnet und präsentiert wird. So war das bisher. Nun stellt der Berliner Martin Gropius Bau gleich 5 Werke des hochgefeierten Künstlers Tino Segal aus. Doch diesmal hält er dabei buchstäblich nichts in den Händen. Es sind keine Dinge, sondern sogenannte Interaktionen, die dort stattfinden. Was allerdings genau seit diesem Wochenende ausgestellt wird, darf außerhalb der Hallen nicht gezeigt werden. Das ist Teil des Konzepts von Tino Segal. Keine Fotos, kein Film, keine Flyer, kein Katalog, kein Plakat. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist er in kürzester Zeit zu einer Art Weltstar geworden. So etwas müssen wir machen. Das ist unsere Aufgabe. So etwas müssen Sie machen. Er ist einer der berühmtesten Künstler weltweit, lebt in Berlin, ganz nah hier vom Gropiusbau. Tino Segal ist eigentlich Tänzer und Choreograf. Nur, seine Inszenierungen finden nicht auf einer Bühne, sondern im Museum, mitten unter den Besuchern statt. Fragen wir die Tänzer, was genau passiert. Ja, es ist eigentlich ein bisschen bescheuert, das zu beschreiben, weil dann kommt man mit einer Erwartungshaltung und eigentlich muss man einfach reinkommen und nicht wissen, was es ist. Oder was passiert. Also das ist die Freude. Es gibt Menschen, die legen sich dazu, versuchen es zu imitieren. Es gibt welche, die legen sich in die Ecke und kuscheln. Es gibt manche, die, wie ich schon sagte, 3 Stunden, die in der Ecke sitzen und sich das anschauen, stundenlang. Es passiert viel. Von den Arbeiten mündlich zu berichten, ist kein Problem. Wir tun es auch gerade. Aber warum darf man kein Abbild davon machen?
würde mir jetzt nicht anmaßen, irgendwie ein Bild von meiner Arbeit zu zirkulieren im Bild- und Kunstkontext, irgendwie neben Leuten wie Jeff Wall oder sowas, die wirklich da so komponieren auf der Ebene. Und auf der anderen Seite ist es halt so, es geht halt um diesen energetischen Austausch irgendwie. Und es geht auch darum, dass die Arbeiten sich verändern für dich. Einige der Arbeiten sind anders, wenn du reinläufst, als wenn deine Tochter reinläuft. Ja? Also sie verändern sich in Abhängigkeit von dir. Und das kann man eben über solche Medien wie Fernsehen oder Fotografie jetzt nicht nachstellen. Das ist aber für mich einer der wesentlichen Aspekte der Arbeit. Ja? Die Kunst entsteht erst im Betrachter. Also haben wir zwei Comiczeichner gebeten, sich die Proben zur Interaktion KISS anzuschauen. Und tatsächlich nehmen beide dann doch ganz unterschiedlich die fließenden Kussszenen wahr. Ich habe versucht, dadurch, dass die Bewegungen sehr schnell sind, das Ganze auch irgendwie zu verstehen, den Ablauf. Deshalb blätter ich hier jetzt mal vor. Und ich habe begonnen, wo sie quasi kniet oder auf allen Vieren über ihm ist, was sehr berührend ist, wo man in einem peinlich berührenden Kontakt mit der Performance kommt, ist, wenn einer der beiden einen anblickt. Das war eine große Herausforderung. Und dann rollen sie die ganze Zeit ganz langsam und vorsichtig. Und ich wusste nicht, dass das nicht Improvisation oder einfach so, sondern wirklich ganz fein geplant ist. Und, ja. Wie war das? War das sehr inniglich, was Sie da gemacht haben, oder so sehr sportlich? Erotisch würde ich nicht sagen. Also so versucht, Beziehung oder so, Körper und Ausdruck. Es sind immer wieder so Situationen, die sehr erotisch sind, aber die ganze Performance ist insgesamt sehr sinnlich. Passiert viel auch für die Tänzer. Sehr viel. Ja? Ja, also es ist immer spannend zu sehen, wenn es richtige Paare sind, die auch im Leben Paare sind, passiert auch immer ganz schön viel, auch in der Beziehung nochmal, weil das passt die ganze Zeit Mund an Mund und küsst dich und bist die ganze Zeit so nah und hast so fein kleine Abstimmung und rollst übereinander und für so viel Zeit. Und wenn du es dann wochenlang machst, ist schon eine Herausforderung. Insgesamt werden 5 Werke gezeigt, in denen gesungen, gesummt, geredet und getanzt wird. Man weiß oft nicht, wer jetzt Publikum und wer Teil des Werkes ist, bis man merkt, man selbst ist Teilnehmer. Noch nie war eine Probe so entspannend, erzählt uns eine 68-jährige Tänzerin, die zum ersten Mal mit Segal arbeitet. Was sie mitnimmt und weitergibt, hat allerdings eben nichts Materielles. Diese Radikalität, es ist nur in meiner Erinnerung, es ist nur noch vorhanden bei den einzelnen Menschen, die es selbst erlebt haben. Und in einem Zeitalter, wo alles reproduzierbar, wo alles vervielfältigbar und umsonst vorhanden ist, ist das so kostbar. Eine eigene persönliche Erinnerung. Und die kann mir keiner nehmen, die kann auch keiner bezahlen. Das ist das Werk. Wir sind ja eine Gesellschaft, die unheimlich darauf fokussiert ist und ich denke, das gute Leben kann nur dadurch kommen, dass man Objekte produziert. Und das ist halt jetzt mal so ein Experiment im ganz kleinen Rahmen letztlich, den ich mache. Was passiert eigentlich, wenn man diese so Kernüberzeugung unserer Gesellschaft mal außen vor lässt? Wo kommt man da eigentlich hin? Natürlich ist Segal bei weitem nicht der Erste und Einzige, der sowas macht. Doch durch sein Abbildverbot erhebt er sein Werk geschickt zu etwas Göttlichem. Das ist schlau und macht neugierig. Die schönsten Freiheiten sind die, von denen man gar nicht weiß, dass man sie hat, meine Damen und Herren. Und dazu gehört auf jeden Fall die Panoramafreiheit. Aber schon das Wort ist schön. Panoramafreiheit. Nicht schön ist, dass die jetzt eingeschränkt werden soll. Vom EU-Parlament. Bisher konnte man dank Panoramafreiheit Gebäude und Denkmäler auf öffentlichen Plätzen fotografieren, wie man wollte. Damit soll Schluss sein, was die gewerbliche Nutzung betrifft. Dahinter stecken Marketingverbände, Berufsfotografen und die Yellow Press. Und wenn Sie mir jetzt sagen, geht mich ja alles nichts an, dann sage ich Ihnen, Facebook, Instagram, die eigene Website, alles gewerblich. Schnappschuss vom Eiffelturm am Brandenburger Tor oder am Trafalgar Square lieber nicht. Es sei denn, man verhüllt alles vorher. Oder man fragt Herrn Eiffel oder wen auch immer um Genehmigung.
Am Ende, also wenn das Gesetz wirklich kommt, und das trauen wir ja alle dem EU-Parlament durchaus zu, bleibt wirklich nur noch das Selfie. Und auch das nur, wenn man sich vorher selbst um Erlaubnis gefragt hat. Oder verhüllt. TTT dürfen Sie am kommenden Sonntag ganz ungefragt schauen. Ja, Sie dürfen dabei Ihren Fernseher sogar fotografieren. So sind wir. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.